Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und in diesem Video möchte ich mich ein bisschen genauer mit dem Delicke Journaling System befassen. Ja, dazu bin ich gewechselt auf die Seite auf Unite MDÜ Demo, ja, das schon bestimmte Standardeinstellungen enthält. Gut, den Journaling-Button, neues Journal, bekommt man hier, das heißt, ich kann den global zum globalen Menü hinzufügen. Und wenn ich dann diesen Button anklicke, bekomme ich ein Datumsformat, in dem Fall der 24. Juli. Ich kann dann hier meine Info irgendwas eingeben. Wenn ich den Button jetzt noch einmal drücke, dann macht er denselben Titel wieder auf. Ja. Das ist für manche Leute ist das genau das, was sie wollen. Das heißt, ich kann hier einfach einen neuen Text hinzufügen und ich habe dann praktisch alles in einem Titler pro Tag. Ja. Für manche Leute ist das aber nicht ausreichend. Die wollen da eine feinere Aufgliederung haben. Ja. Wenn man das Control Panel öffnet und Inhalt Basis, kann man hier herunten also Template sehen, wie der Titel eines neuen Journal-Titels ausschauen sollte. Ja. Anfangen tut er hier mit vier Zeichen, mit dem Jahr, dann den Monat und dem Tag mit einem vorangestellten 0, also 01, 02 und so weiter, wenn das nötig ist. Gut, ich möchte jetzt noch haben 0 Stunde, 0 Minute. Ja, das heißt, ich möchte die Minuten, Stunden, Minutenanzeigen auch noch haben. Da braucht man nichts speichern, sondern einfach nur den Button klicken. Dann sieht man, ja, das schaut nicht wirklich gut aus. Das heißt, da braucht man noch Doppelpunkt. Ja, genau, schaut schon besser aus. Ja. Das heißt, da habe ich jetzt die Möglichkeit, jede Minute einen neuen Journal-Titler zu erstellen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich die Möglichkeit habe, den nächsten zu bekommen. Ja. Für jemanden, der das nicht will, habe ich hier noch die Möglichkeit natürlich zu sagen 0 Sekunde. Dann kann ich da praktisch jede Sekunde einen neuen Titler erstellen, wenn ich das so brauche. Ja. Gut, wo taucht das Ganze auf? Man hat natürlich dann hier die Übersicht über die verschiedenen Journals. Und was man hier auch sehr, sehr schön sehen kann, wenn das in dieser Weise formatiert ist, dann wird das automatisch nach dem Namen sortiert. Das heißt, das 39 kommt, also das 40 kommt nach 39. Und deshalb macht es auch Sinn, hier praktisch eine führende 0 drinnen zu haben. Ja? Dann hat er eben 0, 9, 10, 11 und so weiter, weil sonst würde praktisch 0, 1 praktisch dann beim 10er stehen. Ja? Das will man nicht haben. Ja? Das heißt, automatische Einstellung ist hier, dass nach dem Namen sortiert wird. Und wenn man das so aufgliedert, dann funktioniert das. Ja, wo kann man die Information bekommen? Die gibt es auf tiddlywiki.com. Ja, und heißen tut's Date Format. Ja, da kann man sehen, welche Platzhalter man für dieses Format praktisch verwenden kann. Ja, das ist es eigentlich. Ein paar weitere Möglichkeiten um das Tiddlywiki Journaling System anzupassen. Mein Name ist Mario Pitsch. Viel Spaß beim Experimentieren. Auf Wiedersehen.